Hallo YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Und wir sind natürlich immer noch auf Pokaljagd, mittlerweile in Meister 3 angekommen, also in 24 Stunden ungefähr. Da seht ihr es, 5 Tage, 4 Stunden, gestern waren es 6 Tage, 4 Stunden, sind wir in Meister angekommen. Und wie? Ich habe bis Meister 3 Anfang gebatscht, also habe mir dann doch überlegt, Barbaren dazu zu nehmen, und seitdem benutze ich eigentlich nur noch Bogies. Gefailt habe ich in der Zeit nach den Aufnahmen, also in der Aufnahme habe ich da zweimal gefailt, nee, nicht einmal, glaube ich. Danach habe ich dann noch zweimal geschafft und einmal quasi absichtlich verloren. Da wusste ich, dass ich verliere, aber das war ein inaktiver Rathaus-10er. Der hatte 3 Max-Bohrer und die voll waren und ein Max-Dunkles Lager. Das musste ich einfach mitnehmen. Da war es mir scheißegal und habe auch gerade noch jemand Nettes gefunden. In Meister gibt es nämlich auch Inaktive. Und hier einfach einmal drumherum gezogen mit meinen ganzen Bogies. Kurzes Vergnügen. Und ihr seht es, hier sind die dunklen Bohrer, sind so schön voll. Und meine Bogies holen sie sich. Bin dann bei 48%. Und jetzt, glaube ich, verrecken alle Bogies. Also, ich habe es nicht ganz geschafft, die 50% zu holen, nur mit den Bogies. Aber ich habe ja noch eine kleine, feine Königin. Und die zünde ich dann eben. Bam, Kanone kaputt. Bam, Lager kaputt und 50%. Und abbrechen. Und dann hatte ich 2700 Dunkles. Gold und Elixier sind ja egal. Und dazu dann noch 500, glaube ich, mittlerweile durch den Bonus. Also, der Bonus lohnt sich mittlerweile doch, muss man sagen. Was mir auch aufgefallen ist, es wurde ja in den Kommentaren schon erwähnt, dass durch dieses neue Matchmaking es sich lohnt, in Meister zu farmen. Und Leute, wenn man nur den Bonus haben will, ist es als Rathaus 9er... Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das für ein... Also, dem geht es nur um die Pokale, sonst hätte er die Lager nicht alle rausgestellt. Und die Sau hat... ziemlich viele Elixiersammler und Goldminen in seinem Dorf. Ja, wird schwierig, die 50% zu holen, aber ganz ehrlich, ich versuche es. Es geht mir da vor allem darum, dass auch das dunkle Lager sehr voll ist. Möglichst wenig hier benutzen. Dauert natürlich dementsprechend lange, also man sollte auf keinen Fall ungeduldig sein, wenn man Richtung Champ geht. So, gibt es noch irgendwo tote Gebäude? Also es wird echt sehr, sehr knapp hier. Ich hätte 4 Blitze, ich könnte einen Mörser wegblitzen. Aber welchen? Welchen blitze ich weg? Die Königin ist zum Glück inaktiv. Denke, wir blitzen den hier. Waren es 2 oder waren es mehr Blitze? Ich weiß es nicht mehr. Nein, es waren 2 Blitze, die reichen. Blitzen wir noch einen weg oder lassen wir es so? Ich bin mir gerade unschlüssig. Das Problem ist, dass er auch noch seine Clanburg hat und da mit Sicherheit was drin ist. Ich denke, wir versuchen es erstmal mit den 2 Blitzen. Zur Not können wir dann immer noch die Plateaus in der Mitte wegblitzen, also die Heldenplateaus. Das bringt auch nochmal ein paar Prozente. Ja, wenn die Lager jetzt gleich kaputt sind, sind wir bei wie viel Prozent? Jetzt sind wir 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, 14%, wenn wir Glück haben. Vielleicht auch weniger, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht sind da ein paar Lager ungeschützt. Sind geschützt, nicht ungeschützt. Das dauert natürlich jetzt sehr lange da und der Kampf endet schon in einer Minute. Das heißt, wir müssen uns jetzt langsam sputen. So, und 36%. Ja, doch. Das wird reichen. Hätte ich da den Mörser nicht mal blitzen brauchen wahrscheinlich. Umsonst geblitzt. Na, ich dachte, es wird knapper bei dem.
Los, Und da haben wir die 50%, 2400 aus seinem Lager und 500 Bonus, das lohnt sich. Das sind Gegner, die wollen wir sehen. Und das passiert öfters, dass hier oben Leute ihr dunkles Lager draußen haben. Einfach nur, damit die Leute das Lager mitnehmen und dabei die Pokale liegen lassen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Der Kampf hat jetzt im Vergleich sehr lange gedauert. Ihr habt es ja vorher gesehen, so ein Bogey-Only-Kampf kann auch mal einfach nur 45 Sekunden dauern. Genau, also, es passiert auch hier oben, dass ich ab und zu faile, ist klar. Aber ich muss sagen, die halten sich im Moment in Grenzen und durch dieses neue Matchmaking hat man den Vorteil, man kann hier richtig gut vom Bonus leben. Wirklich. Also wenn ihr nur diesen Bonus, wenn euch der Bonus reicht pro Kampf, geht hier hoch mit Rathaus 9 oder auch schon mit Rathaus 8. Ich finde so viele Rathaus 8er hier oben, jetzt nicht mehr so, aber bis 2650... war jeder zweite ein Rathaus 8er. Es werden ja jetzt Rathäuser gesucht, die mehr in der Nähe liegen. Klar, bei 9 sind 10 und 8 beides gleich weit weg, aber es werden anscheinend dann die 8er bevorzugt. Es waren sehr, sehr viele Rathaus 8er. Das Problem für mich war an der Stelle, die geben mir dann 1 bis 2 Pokale. Und das, also zum Bonus sammeln richtig nice, aber um die Pokale zu pushen halt relativ scheiße. Im Vergleich glaube ich aber auch zu merken, dass ich jetzt noch mehr Rathaus 9er finde, als ich bei meinem ersten Champ-Push gefunden habe. Da waren es doch mehr Rathaus 10er als jetzt. Da habe ich jetzt, glaube ich, schon nur mit Rathaus 10 Max getroffen quasi. Hat sich also auch da zum Positiven entwickelt und ich bin mir nicht sicher, wie weit ich mit dem Bogey Only komme. Ich denke, bis Meister 2 schaffe ich es, aber danach werde ich dann wohl auf Loons wechseln müssen. Und ja. Von dem dunklen Elixier, ihr seht's, da kam schon wieder einiges zusammen, nur durch den Bonus eigentlich und durch solche Gegner wie jetzt gerade der oder den, den ich euch in der Wiederholung gezeigt habe, können wir den König gleich schlafen schicken. Und ich mache jetzt mal einen kleinen Cut, bis die Armee fertig ist, bis gleich. So, da sind wir wieder, die Armee ist fertig. Ja, Armee, spannend, so Bogey Only, ich weiß. Es ist aber hier oben, ich suche dann zwar nochmal ab und zu ein bisschen länger. Also ich habe gerade auch, da habe ich mich aber ein bisschen verquatscht im Teamspeak. Und da habe ich dann, glaube ich, eine 20 Minuten oder so gesucht. Und habe auch, glaube ich, den einen oder anderen weggeklickt, den ich locker geschafft hätte. Aber normalerweise suche ich mal zwischen 10 und 15 Minuten. Das Gold ist mir ja sowieso egal. Man kriegt dann wieder relativ viel durch den Bonus. Und dann sucht man halt mal ein bisschen länger. Ich finde es halt hier oben noch bequemer bis jetzt mit den Bogies, einfach weil Loons sind nicht das Problem sind die Wutzauber, die dann so lange brauchen. Und ich bin mir noch nicht sicher, wie das abläuft mit dem Luftfeger. Wir haben ja fast schon wieder jemand Interessantes. Die Queen schläft, das ist gut. Dieser eine Elixiersammler stört mich ein bisschen, aber es ist nur einer. Sollte eigentlich machbar sein. Er hat sein dunkles Lager draußen, deswegen nehmen wir nochmal 800 dunkles zusätzlich mit. Warum nicht? Ja, ich denke, den versuchen wir. Aus irgendeinem Grund ist gerade kein Sound mehr da. Ich weiß nicht, warum. Er schließt sich mir nicht. Hier oben direkt die Queen setzen. Lieber auch direkt den König. Die Prozente sind nämlich noch nicht so glasklar. Aber schaffbar ist das hier auf jeden Fall. Und dann haben wir die 838 Dunkles plus 500 Bonus. Das ist dann nochmal ein extra Schmanker, wenn die da nochmal so ein bisschen Dunkles anbieten. 2750 Pokale. Naja, läuft ja langsam. Wichtige Sachen noch. Ich sag schon wieder so viel M. Ich bin bei dieser Pokaljagd irgendwie so nervös. Letztes Mal habe ich das offscreen gemacht und habe dann erst, als ich Champ war, gezeigt. Ich habe im Bereich von Kristall 2 bis Meister 3 auch relativ viele Rathäuser noch draußen gefunden. Ich habe einmal in 10 Minuten 5 Rathäuser gesniped, was mir natürlich zugute kam. Bis jetzt habe ich geboostet für, lasst mich nicht lügen, ich glaube 160 Gems. Die genaue Auflistung kriegt ihr ja am Ende. Was ich auf jeden Fall immer booste, wenn ich hier oben die Pokale farme, sind die Helden. Ohne Königin geht gar nichts.
solange ich den König noch habe und mit Bogey-Onlys farme, habe ich jetzt auch den König geboostet. Das Problem ist, den werde ich jetzt bald schlafen schicken. Das wird dann nochmal ein bisschen interessanter, wenn ich nur die Königin habe. Jetzt gerade zum Beispiel hätte es wahrscheinlich auch nur mit der Königin gereicht, aber es wäre knapper geworden und die Königin hätte mehr gelitten. Da werde ich dann eigentlich umsteigen müssen. Da werde ich es nicht mehr machen können, dass ich hier mit Burgis. Ohne Helden wird das sehr, sehr schwierig. Clanburg kann man drauf verzichten, finde ich. Wobei sie halt manchmal sinnvoll sein kann. Ich setze sie gerne hinter den König. Also ich setze den König und dann dahinter die Clanburg. Dann kann der König ein bisschen Damage noch wegtanken und die Clanburg aufräumen. Beim letzten Mal wurde mir gesagt, als ich schon Champ war, wie ich es denn gemacht habe, habe ich gesagt mit Loons. Und es wäre wohl sinnvoll, mit Golems und Bogies das zu machen. Ein Golem in die Clanburg und ich glaube zwei oder drei, ich bin mir nicht mehr sicher, drei Golems so mitnehmen. Problem an der Sache ist, Golem kosten dunkles Elixier. Das sind dann mal eben 2000 dunkles. 2000 dunkles kriege ich durch den Bonus nicht rein. Das heißt, es wird in Sachen dunkles ein Minusgeschäft für mich. Ob ich das mache, weiß ich noch nicht. Lakaien sind nicht so teuer, das rechnet sich mit dem Bonus irgendwie so raus. Das ist in Ordnung, aber Golems sind halt wirklich teuer. Für einen Clankrieg, ja, kein Ding, aber wenn ich jetzt hier, um Pokale zu fahren, muss ich mir noch überlegen, ob ich das mache, weiß ich nicht. Abwarten. Und was ihr noch sehen könnt, ist, ich fasse es selbst nicht, ich habe schon wieder eine Juwelenkiste. Die wievielte ist das, die fünfte in 10 Tagen oder so? Ich verstehe es nicht. Ich meine, ich bin sehr dankbar dafür. Ich hatte auch lange Zeit mal keine. Aber so viele hintereinander, ich weiß nicht, ob vielleicht damit zusammenhängt, dass ich viele Gems im Moment ausgebe, dafür, dass ich die Helden freigemme, aber ich meine eigentlich gelesen zu haben, das macht keinen Unterschied. Also, dass man, alle Leute kriegen gleich viele Gegenstände, die gleich viel Juwelen wert sind, es ist nur in einer unterschiedlichen Reihenfolge. Ich weiß nicht, auf wie sie es rechnen, auf einen Monat gesehen oder auf ein halbes Jahr. Vielleicht hatte ich einfach wirklich eine lange Zeit einfach viel zu wenig. Und jetzt holen sie das irgendwie quasi nach. Ich weiß es nicht. Es ist mir natürlich recht. Die werde ich am Ende auch von meiner Rechnung abziehen. Und ich werde mir wohl Gems kaufen müssen die nächsten Tage, aber nicht jetzt. Und Rathaus 4 Tage, ihr seht es, 15 Stunden. Also beide 25 werde ich nicht schaffen. Ich hoffe, den König auf 25 zu kriegen. Und die Queen vielleicht noch auf 23, weiß ich aber nicht. Der König wird ja auch immer teurer. Der kostet ja mittlerweile auch 105.000. Das ist schon ein stolzer Preis. Und länger schlafen tut er danach auch noch. Also auch nicht alles positiv. Ja, also ich würde sagen, bis Meister 2 werden wir wohl noch mit Bogey-Onlys farmen. Morgen werde ich wieder zu ungefähr gleichen Uhrzeit ein Video rausbringen. Dann also nach 48 Stunden zeigen, wie es aussieht. Wird heute aber noch zusätzlich ein Kriegsreport kommen, wenn mir nicht wieder die Wartungsarbeiten einen Schnitzer machen. Dann seht ihr mal wieder ein paar Kriegsreportkämpfe. Ich will nichts dazu sagen, aber seid gespannt. Und ich würde sagen, wir machen noch einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder, wenn die Armee fertig ist und greifen noch einmal an. So, die Armee ist wieder fertig. Wir haben wieder Game Sound. Oh, meine Ausdrucksweise um die Uhrzeit ist einfach schrecklich. Ich nehme nämlich schon wieder viel zu spät auf. Das liegt einfach echt daran, dass ich keine andere Zeit finde aktuell. Und ich will aufnehmen. Ich finde zwar Zeit zum Kämpfen. Ihr seht das ja, so viel Pokale kriegt man, glaube ich, nicht so schnell, wenn man nicht aktiv kämpft oder nicht ein bisschen sich zumindest engagiert. Aber ich finde zum Aufnehmen einfach nicht eher die Zeit. Falls noch irgendwer fragen möchte, warum ich denn ein Farming-Dorf habe hier oben. Ja, ganz einfach. Ich will nicht, dass die Leute mein dunkles Elixier klauen. Bis jetzt hat es gut geklappt. Ich habe ein paar Pokale verloren, oft nur einen. Weil ich das Rathaus draußen hatte und die Leute haben mein dunkles Elixier nicht angekratzt. Und deswegen, warum soll ich das ändern? Ich finde das nicht schlimm. Verliere ich halt 1 bis 10 Pokale durchs Rathaus. Das stört mich ehrlich gesagt gar nicht. Zumal je höher ich komme, die Gegner auch stärker werden. Und wenn dann so ein Max-Rathaus-10er kommt mit seinen... Schönes Geschenk des Rathaus. Mit seinen 40er-Helden, dann ist es sinnvoller, das Rathaus draußen zu haben, dass ich vielleicht vorher von irgendwen anders ein Schild bekomme, bevor der mich komplett zerstört und mir dann auch noch mein Dunkles klaut.
Wenn ich irgendwann Rathaus 10 bin, dann werde ich natürlich auch so ein Farming-Dorf, ein Pokaldorf für Champ erstellen. Ich werde nämlich mit Sicherheit, wenn ich mal Rathaus 10 relativ gemaxt bin, irgendwann mal 4000 Pokale pushen. Ich weiß nicht, wie es dann aussieht, wenn ich ausgemaxt bin. Wahrscheinlich ist dann der Rekord schon bei 5200 oder so. Aber ich sag mal so, think big, ne? Also ich denke immer groß und ich habe Ansprüche an mich selber, immer mit das Beste zu geben und einer der Besten zu sein. Und deswegen, wer weiß, vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal, der höchste Spieler in Deutschland zu sein. Man munkelt nur so, man könnte es ja zumindest mal versuchen. Ich glaube, ehrlich gesagt, es ist sehr schwierig und ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber ich möchte es auf jeden Fall versuchen, sehr, sehr weit nach oben zu kommen. Top 100, denke ich, kann ich schaffen. Dafür, glaube ich, habe ich normalerweise den Skill. Und ich will unbedingt diesen... Nein, das erwähne ich jetzt nicht. Das erwähne ich wann anders. Seid gespannt, was ich erwähnen wollte. Der ein oder andere von euch weiß es vielleicht schon, wobei es nicht so viele Leute wissen. Was ich... Ich spreche es an. Der mysteriöse Chat beim Suchen. Ich bin mir nicht sicher, 3600 oder 3800 Pokalen gibt es nämlich für die Leute beim Suchen einen Chat. Die Suche dauert dann wirklich ungelogen bis zu einer halben Stunde. Und damit die Leute nicht so übelste Langeweile haben, können die, während sie suchen, chatten. Und zwar den ganz normalen Clan-Chat. Finde ich geil, will ich irgendwann erleben. Und deswegen muss ich irgendwann richtig hochpushen mit den Pokalen. Und ich meine, irgendwann habe ich ja auch hohe Helden. Vielleicht bin ich irgendwann maxed. Und dann kommt vielleicht erstmal nichts. Irgendwann kommt mit Sicherheit ein Rathaus 11. Aber vielleicht ist es dann noch nicht da. Und dann will ich es unbedingt probieren. So hoch zu kommen, wie es nur geht. Und wenn ich dafür ein paar Juwelen opfern muss, für Truppen fertigstellen, für Helden boosten, weil die Helden mit 40, die müssen einfach durchgehend geboostet sein. Sonst hat man keinen Spaß an denen. Dann ist das halt so. Aber das sind meine Ansprüche an mich selber und denen möchte ich gerecht werden. Und vielleicht ist der ein oder andere von euch dann ja immer noch dabei und verfolgt mich. Das würde mich natürlich extrem freuen. Wenn ich das dann irgendwann mal mache und sich einer von euch an dieses Video erinnert, kann das mir ja dann unter die Kommentare schreiben, wenn ich das Projekt angehe. Sagen wir, ich denke, ich werde erstmal auf 4000 Pokale pushen und dann... Champ ist ja keine Kunst. Also Champ mit Rathaus 10, wer das nicht schafft, der... Nichts für ungut, sollte sich ein anderes Spiel suchen. Und ich meine jetzt nicht einen Rathaus 10er, der gerade hoch ist, sondern einen Rathaus 10er, der schon ein bisschen Max Infernos hat und Max X-Bögen. Der kann sich ja schon irgendwie bis Meister 3 hochverteidigen, ist ja so. Ich hätte mich auch hochverteidigen können, hab ich aber nicht wirklich. Ich glaube, ich habe 2, 3 Defensiven gewonnen, einfach so. Weil die Leute versucht haben, an mein dunkles Lager zu kommen und dann einfach das Rathaus übersehen haben. Aber ich finde, da fehlt dann auch der Bonus. Ich will ja den Bonus auch haben vom dunklen Elixier. Und ich bereue es gerade, dass ich den einen Rathaus 9er nicht angegriffen habe, wo ich so lange geguckt habe. Den hätte ich hingekriegt. Wie gesagt, man muss bei den Boogies Only schon ein bisschen suchen. Da ist nicht der Erstbeste genommen. Sechs Pokale sind mir zu wenig. 7 hätte ich gemacht. Das ist dieser eine Pokal. Ich habe doch manchmal die zu hohen Ansprüche, dass ich zu viele Pokale will. Der eine Fail war auch gegen jemanden, der hätte mir 40 Pokale gegeben bei einer kompletten Vernichtung. Und den habe ich angegriffen, obwohl ich mir vorher gedacht habe, das schaffst du nicht. Und dann habe ich es trotzdem versucht. Und natürlich habe ich es nicht geschafft. Ihr solltet bei sowas dann auch auf euer Bauchgefühl hören, wenn euer Bauch vernünftig ist. Gibt ja auch Leute, die haben einen Bauch. Oh, der erzählt den Ding. Da würde ich nicht unbedingt drauf vertrauen. Aber mein Bauch ist bei sowas meistens gar nicht so verkehrt. Ich will ja auch keine Truppen im roten Gebiet setzen. Und ihr seht es, es werden jetzt weniger Rathaus 9er, je höher man kommt. Und wenn es Rathaus 9er sind, bringen die sehr wenig Pokale. Ich weiß, beim ersten habe ich bis 2620, 30 mit Boogie Only und dann wurde es richtig, richtig mühselig, die Suche.
Da bin ich dann umgestiegen auf Loons. Ich bin ja dieses Mal schon ein bisschen höher gekommen. Kann natürlich auch Glück sein, aber ich denke, das liegt eher am neuen Suchalgorithmus. Von dem her gar nicht so schlecht für uns. Spannend wird halt jetzt der letzte Part. Mittlerweile habe ich zwar mehr Erfahrung mit den Loons, aber ja, hier, sogar hier findet man einen Rathaus 8er, aber der bringt halt einfach mal 2 Pokale. Bei der kompletten Zerstörung bringt der gute Typ 2 Pokale. Ist übrigens so, ihr kriegt auch einen Pokal dann trotzdem, obwohl das ja sonst ist, bei 21 gibt es 7, bei 20 nur noch 6. Durch 3, ist klar, für jeden Stern gibt es ein Drittel. Und dann wird abgerundet. Bei 2 Pokalen gibt es dann trotzdem wenigstens ein. Das sind nur 2 Pokale. Ist halt geschenkt, weil es ein Rathaus relativ draußen ist, aber ich lasse es. Ich lasse es. Ich will jetzt hier nicht noch ein Rathaus snipern. Außer es wäre einer. Für 30 hätte ich es mitgenommen, aber nicht für 2. Nee. Schon wieder ein Rathausachter. Wie viel Rathausachter finde ich? Der bringt mir sogar nur einen Pokal, aber er bringt halt auch Bonus. Also wenn es nur darum geht, sollte man ihn mitnehmen. Aber mir geht es halt ja nicht nur um den Bonus. Ich danke der lieben Suche, dass sie mir das beweist jetzt nochmal und euch auch zeigt, was ich gerade gesagt habe. Ich finde hier einen Rathausachter nach dem nächsten. Wie viel waren das jetzt? 5? Okay, der letzte hatte sein Rathaus drin, aber den kann man als Rathaus 9 auch mit... Es ist unfassbar. Es ist echt unfassbar. So viele Rathaus 8er habe ich beim ersten Mal in ganz Meister gefunden. Und hier ist dann noch einer. Scheinen anscheinend gerade alle offline zu gehen, die Rathaus 8er. Das ist nicht mehr normal jetzt. Vor allem haben wir keine gefunden. Und auch vorher hatte ich dann die letzten 30, 40 Pokale keine mehr gefunden. Da dachte ich, okay, jetzt hört es langsam auf. Und jetzt kommen wieder die ganzen Rathaus 8er. Es ist nicht zu fassen. Aber ich will jetzt hier ein paar Pokale und nicht nur so einen. Für einen Pokal, ey. Ich meine, der Bonus ist der gleiche, aber nein, ein Pokal ist mir zu wenig. Der trägt mir nicht. Ich hatte ja auch eigentlich die Hoffnung, dass ich es in 24 Stunden schaffe, Champ zu werden. Aber ich denke, dafür muss man dann schon genug Juwelen investieren, um die Armeen fertigzustellen. Also nicht boosten, sondern fertigstellen. Und auch noch mehr Zeit mitbringen. Da muss man dann 24 Stunden irgendwie durchzocken. In einem 24 Stunden Livestream könnte man es vielleicht mit einem Rathaus 8 Account auch schaffen. Ansonsten war es für mich jetzt nicht möglich. Ich habe noch die Hoffnung, es bis morgen zu schaffen. Weiß ich nicht, ob ich es schaffe. Das war ja jetzt der einfache Part. Es wird ja jetzt immer schwieriger. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denkt. Schaffe ich es bis morgen? Also 24 Stunden später? Schaffe ich es bis übermorgen? Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass die Leute davon ausgehen, ja, in einer Woche schaffst du es bestimmt. Ja, eine Woche ist aber nicht mein Anspruch. Eine Woche habe ich, glaube ich, beim ersten Mal gebraucht und da waren noch 2 Tage von Schild, die ich hatte, weil ich an den beiden Tagen einfach gar nicht zocken konnte. Die Rathaus 8, ein Pokal, wenn es halt so weitergeht und ich finde dann auch später nur noch Rathaus 9er oder überwiegend Rathaus 9er, die mir so wenig Pokale bringen, weiß ich nicht, was ich dann machen soll. Ich kann die ja nicht immer für einen Pokal dann angreifen. Das lohnt sich ja nicht. Die Armee braucht ja viel zu lange dann mit den Loons. Hat einer von euch mitgezählt, wie viel Rathaus 8er das waren? Die Suche dauert auch jetzt schon wieder sehr, sehr lange. Gerade ein bisschen Pech, dass wir nicht ein Opfer finden, was in unser Beuteschema passt. Der hat jetzt sein Rathaus draußen. Also, das Rathaus hole ich mir. Die Armee ist halt jetzt schon fertig. Ich überlege nur gerade. Na, die Bauhütten sind innen drin. Im Dorf. Tesla am Rathaus? Nein. Ah, ja.
Königin schläft. Die Bauhütten stören mich. Ansonsten würde ich sofort hier auf 2 Sterne gehen. Oder gehe ich auf 2 Sterne? Ja, ich versuch's. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es hier schaffe. Aber da das Rathaus draußen steht, ist das nicht so schlimm. Bei 2 Sterne bringen mir hier dann mal 16 Pokale. So, dann noch da. Dass die Bauhütten halt innen drin stehen, ist ein Problem. Aber wir schaffen es. Sogar ohne Helden. Cool. War doch leichter, als ich dachte. Ich hätte gedacht, es wird knapper. Aber 2 Sterne sind halt 2 Sterne. Wenn ich jetzt ein Blitzer wäre, würde ich das dunkle Elixier ihm wahrscheinlich noch wegblitzen. Das tue ich nicht. Sogar 17 Pokale. Sehr schön. Wird doch aufgerundet? Das ist doch neu, oder? Bin mir gar nicht sicher. Huch. Jetzt ist sogar die geboosteten Kasernen sind leer. Warum booste ich nur 2 Kasernen? Weil die Gegnersuche so lange teilweise dauert, wie jetzt gerade zum Beispiel, dass es sich nicht lohnt, 4 Kasernen zu boosten. Da ist die Armee viel eher fertig. Und das soll es aber für heute gewesen sein. Wir sehen uns nachher noch bei einer Kriegsreport-Folge, wenn nicht wieder Wartungsarbeiten sind. Ich hoffe es. Und bis dahin. Ciao, ciao.